Servus meine lieben Freunde und Zuschauer vom Park, willkommen bei einem neuen Format und zwar Top 5. Ja, endlich mal ein Format, wo ich mal ein bisschen ausatmen kann, ein bisschen sauer werden kann, aber das auch zu Recht. Denn heute präsentiere ich euch Top 5 dämliche Besucheraussagen. Ja, du bist Freizeitpark-Fan, genauso wie ich, deswegen guckst du auch wahrscheinlich dieses Video und fragst dich wahrscheinlich auch, ja, was hat denn der Andi jetzt zu sagen über dämliche Aussagen? Du bist auch unterwegs in einem Freizeitpark und hörst neben dir ein Gebabbel, Geframmel, Gemammel, wo du dir einfach nur denkst, Alter, du meinst das doch jetzt nicht ernst. Ja, Thema dämliche Besucheraussagen, wo du dir einfach denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ich neben diesem Trottel hier stehe und mir dieses Ding geben muss, obwohl ich genau weiß, die Antwort habe ich auf meiner goldenen Zunge, mein Freund. Fangen wir an mit der Top Nummer 5. Ja, ihr steht jetzt zum Beispiel bei River Quest dann im Phantasialand oder bei Chia Pass, wer weiß, ist eine Wasserbahn oder eine Raftingbahn und dann eine nette junge Dame mit vielleicht blondierten Haaren, man weiß es aber nicht, es könnten auch braune oder schwarze Haare sein, äußert dann diese Aussage, wird man denn hier nass? Ich kann ja mal so fragen, du kannst ja deine Hand ins Feuer halten und gucken, ob sie brennt oder einfach ganz normal weiterleben wird, deine Hand. Versucht das mal. Also Leute, jetzt ernsthaft, ihr wollt eine Wasserbahn fahren, habt aber dann Angst, nass zu werden. Ja, da kenne ich ja auch ganz viele Leute, die gehen auf eine Wasserbahn, ziehen sich einen Poncho an. Ich bin nicht so ein Typ. Es gibt solche und solche Leute, da sage ich nichts gegen. Ich will auch keinen Hate hier. Du kannst es tun, aber ich denke mir immer, wenn ich auf eine Wasserbahn gehe, dann auch mit dem Effekt, dass ich nass werde. Das ist auch nämlich der Sinn dieser Wasserbahn. Man kann auch natürlich eine Wasserbahn fahren, um sich mal das Theming anzugucken. Klar, das geht auch. Aber man muss damit leben, dass man auf einer Wasserbahn nass wird. Ja, Fräulein, das ist der Fall. Du wirst hier sehr nass. Und das steht auch an jeder Anzeigetafel vor der Queue-Line der Wasserbahn. Zum Beispiel bei River Quest. Du könntest trocken rauskommen, musst du aber nicht. Deswegen, ja, du wirst auf einer Wasserbahn nass. Genauso, wenn du dich jetzt auf ein Feuer setzt, dir den Arsch verbrennst. So und nicht anders. Weiter geht's. Top 4. Ja, wir bleiben heute so ein bisschen im Phantasialand, weil ich da jetzt halt die meisten Aussagen gehört habe. Nur ich muss hinzufügen, das sind alles Aussagen, die ich mit meinen eigenen Ohren gehört habe. Und deswegen kann ich das auch so erzählen, wie ich es erzähle. Ein bisschen energisch. Ja, du bist Fengju Palace gefahren, den Vekoma Madhouse, steigst aus, gehst raus und dann fragt eine nette junge Dame ihre Freundin oder seinen Freund. Standen wir da jetzt wirklich über Kopf? Ich weiß nicht, wie ich das am besten erzähle, um dabei ruhig zu bleiben. Siehst du, mein Blutdruck ist schon so hoch, dass meine Zunge einfach wegfliegen will. Ihr Freunde, jetzt ganz ernsthaft. Ihr wart im Fengju Palace, da fragt man nicht, war ich jetzt wirklich auf dem Kopf? Das geht einfach nicht. Du hast erstens keine Schulterbügel. Zweitens, dieses Fräulein oder diese Mädchen oder diese Menschen oder diese Jungs, die es auch nicht kapieren, haben auch Ketten an. Sie haben Rucksäcke dabei. Die Rucksäcke stehen auf dem Boden und ohne es festhalten zu müssen, fliegt dieser Rucksack auch nicht nach oben. Sprich, wenn man logisch denken würde, könnte man es sich schon selber beantworten, und nicht doof fragen, ob man jetzt wirklich auf dem Kopf stand. Weil ich habe diese Aussage schon so oft gehört, dass ich mir schon eine Beule in meinen Kopf geschlagen habe wegen den ganzen Facepalms. Also bitte, man steht im Fengju Palace nicht Kopf. Es ist eine Illusion. Es soll simulieren, dass du auf dem Kopf bist. Aber man merkt das doch. Du hast noch eine Beckenbügelstange, die dir das Becken kaputt hauen würde, wenn du auf dem Kopf stehen würdest. Vielleicht würden auch deine Haare hochfliegen. Man weiß es nicht. Das sind alles Mythen, wenn man auf dem Kopf ist. So, außer du hast positive Gehkräfte auf einem Looping. Das ist was anderes. So. Weiter geht's. Top Nummer 3.
ich habe ja auch einen guten Grund, warum ich kein Fernsehen heutzutage gucke. Ja, denn im Fernseher gibt's überhaupt gar keine Bildung. Und das habe ich letztens festgestellt im Phantasialand, als ich mit Anna in der Hollywood-Tour saß und wir an der 20.000 Meilen unter dem Meer-Szene vorbeigefahren sind oder vorbeigeschwommen. Jetzt kommt's, Moment. Da sagt eine Mutter zu ihrem Kind, guckt mal, da ist eine große Qualle. Anna und ich verdutzt, was für eine Qualle. Wie Qualle hier in dieser Szene? Eine Riesenqualle? Bis dann das Kind seine Mutter gefragt hat, meinst du das Vieh mit den 8 langen Tentakeln oder Beinen, meinte er? Ja, diese Qualle da. Ich sag mal so, wenn RTL schon diesen Bildungsauftrag nicht hinkriegt, dann macht das die Mutter einfach. Aber Daumen hoch, das ist sehr gut belehrt. Weiter zu unserem nächsten Aussage, zu unserer nächsten Aussage, zu unserem nächsten Satz, den ich leider auch hören musste. Ja, fahren wir weiter fort, bitte. Los. Habe ich noch Nerds hier? Ja, jetzt werde ich ganz vielen von euch aus der Seele sprechen, denn diese Aussage habt ihr alle schon mal gehört, soweit ihr Phantasialand-Fans seid oder beziehungsweise wenn ihr öfter mal im Park unterwegs seid. Und viele Schulklassen unterwegs sind und Leute, die sich einfach überhaupt nicht mit Attraktionen beziehungsweise Achterbahn auskennen. Gut, sagt ihr jetzt, es gibt Leute, die kennen sich da nicht aus und sind in einem Freizeitpark und wollen einfach nur Spaß haben. Ja, zu einem verstehe ich das total, aber du als Fan reagierst da vielleicht ein bisschen anders, ja? Und normalerweise könnte man Materialien auseinanderhalten. Naja, aber ich glaube, ihr wisst jetzt schon, worauf ich hinaus will. Und zwar die folgende Aussage. Boah, ich muss was trinken. Boah, war die Holzachterbahn im Phantasialand gut. Hast du das gehört, Luna? Holzachterbahn! Colorado ist eine Holzachterbahn, verdammt, das habe ich dir doch schon immer gesagt. Ja, also ich glaube, ich muss nicht viel zu sagen, wenn ich sage, Colorado ist verdammt nochmal keine Holzachterbahn. Aber Andi, auf der Schiene siehst du doch überall diese Holzbalken. Kevin, woraus sind die Stützen gemacht? Stahl. Woraus sind die Schienenhalterungen gemacht? Auch Stahl. Dienen die Holzbretter zur Befestigung der Achterbahn, damit die sicher verläuft bzw. auch zusammenhält, oder ist sie nur Deko? Oh Gott, ich werde zu alt. Ich werde zu alt für den Scheiß. Ja, ich hoffe, ihr wisst, welche Aussage ich damit meine. Holzachterbahn. Colorado ist keine Holzachterbahn. Das sage ich jetzt zum 100.000. Mal. Aber das mache ich tatsächlich auch, wenn ich im Park bin und ich Leute höre, die das sagen. Dann sage ich, nein, das ist keine Holzachterbahn. Vielen Dank. Und einen schönen Tag noch. So, jetzt lieber schnell zu Platz Nummer 1. Das sprengt gleich den Rahmen, denn ich habe diesen Satz auch ebenfalls gehört. Boah. Ja. Eines Tages war ein fröhlicher Andi unterwegs im Park Phantasialand im Themenbereich Schönklugheim, ja? Es war eine Familie unterwegs, die vielleicht nicht viel Bildung beherrschte, aber dabei ein paar Kilos mitgenommen hat. Statt den IQs einfach ein paar Kilos. Verstehst du, was ich meine? Naja, egal. Fahren wir weiter fort. Standen vor dem Eingang vor Taron. Ja, anscheinend wussten sie tatsächlich, dass Taron diese Achterbahn ist, die hier verläuft. Diese schwarze hier. Diese Achter ist Taron. Aber dann kam das Unfassbare. Die Frage aller Fragen. Neben dem Taron-Eingang ist noch ein weiterer Eingang. Und da erschließt sich nur eine Frage. Was ist Single Rider für eine Bahn? Ich hab's überlebt, ich hab nur gefaked. Ja, also tatsächlich, Leute sind lesefaul, das wissen wir schon seit längerem. Aber dass man so lesefaul ist und
Anglizismen oder beziehungsweise englische Wörter nicht versteht, die eigentlich im Deutschen schon lange in Verwendung sind. Denn wenn du das Wort Single nimmst, dann filtert sich da irgendwas heraus. So was klitzekleines, so was Einziges, so eine Person vielleicht und Single, man ist alleine. Ryder, ich weiß ja nicht, das Wort muss man jetzt nicht unbedingt kennen als nicht englischsprachiger Mensch. Aber man kann es sich doch schon denken, was Single bedeutet. Und außerdem, liebe Besucher, es gibt im Phantasialand super Informationspapier. Da kann man reingucken und sich informieren, was denn eine Single-Rider-Bahn ist. Ab wie viel Metern ist die Single-Rider-Bahn und mit wie viel Personen darfst du denn da rein? Ich glaube, ich bin jetzt durch. Mein Blutdruck, den kriege ich heute, glaube ich, nicht mehr runter. Ich muss das Video noch schneiden, dann sehe ich den ganzen Scheiß, den ich hier erzählt habe. Aber naja, das war jetzt nicht das letzte Top 5 Video. Es sind noch viele weitere dämliche Aussagen im Park getätigt worden in meiner Anwesenheit. Deswegen könnt ihr euch schon freuen auf Teil 2, der die nächsten Tage online kommt. Und wir dürfen dann alle gemeinsam den hier tun. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Top 5 Video. Vielen Dank und bis dann. Tschüss. Wo ist denn hier die Holzachterbahn im Phantasialand?